Flaggen zählen zu den wichtigsten Identifikationssymbolen von Ländern, Städten, Organisationen und Vereinen. Sie tragen dabei nicht nur in sich, sondern auch für die Menschen, die sich damit verbinden, viel Bedeutung. Und so riesig die Welt der Vexillologie, so heißt die Lehre der Flaggen, ist, so vielschichtig sind auch die Flaggen der Welt. Um hier Ordnung zu schaffen, gibt es aber Gemeinsamkeiten, die beim Erkennen helfen und schon einiges über das Land verraten. So zum Beispiel auch die panarabischen Farben, die vom Atlantischen Ozean bis zum Indischen Ozean Fahnen ihre Farbe schenken. Ihre Wurzeln haben die panarabischen Farben im Ersten Weltkrieg und im Kalten Krieg. Dabei sind gleich zwei Flaggen die Grundlagen für Farben und Formen. Zum einen die Flagge der arabischen Revolte, zum anderen die der arabischen Befreiung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das British Empire und vor allem das kurz vor dem Zerfall stehende Osmanische Reich über fast alle Ländereien zwischen Tigris, Nil und Horn von Afrika Einfluss oder sie kontrollierten es gleich ganz. Daran änderte sich erst mit dem Ersten Weltkrieg etwas, in dem das Osmanische Reich mit den Briten und auch Frankreich verfeindet war. Diese Situation beschleunigte den zur Jahrhundertwende aufkommenden arabischen Nationalismus und die arabischen Unabhängigkeitsbestreben. Ab 1916 kam es so zum Aufstand von arabischen Milizen. Allerdings waren es eher nomadische Beduinen statt arabische Soldaten in der osmanischen Armee. Angeführt wurden sie vom Scherifen von Mekka, der allerdings wesentlich von Frankreich und Großbritannien unterstützt wurde, vor allem finanziell. Britische Soldaten wie Mark Sykes und T.E. Lawrence oder auch Lawrence von Arabien erreichten als Teil der arabischen Revolte größere Berühmtheit als Hussein ibn Ali, der an der Spitze der Revolution stand. Mark Sykes' Rolle war dabei in zweierlei Hinsicht eine große. Er vertrat als Diplomat die Briten im geheimen Sykes-Picot-Abkommen, in dem bereits zu Beginn des Aufstands 1916 die Levante in ein britisches und französisches Einflussgebiet aufgeteilt wurde. Im Widerspruch zu den Versprechen gegenüber den Anführern der Revolte, denen ein arabisches Großreich zugesagt wurde. Diese Einflusssphären formten die Grenzen der heutigen Staaten in Nahost. Zum anderen geht auf ihnen die Fahne zurück, unter der die aufständischen Araber kämpften, die arabische Revolutionsfahne. Sie basiert dabei auf den einfarbigen Flaggen arabischer Dynastien. Die weiße Farbe repräsentiert die Flagge der Umayyaden. In ihrer 90-jährigen Herrschaftszeit über Arabien regierten sie vom syrischen Damaskus aus über die größte muslimische Nation der Geschichte. Sie herrschten danach auch als Kalifen von Cordoba über Andalusien. Abgelöst wurden sie von den Abbasiden, die 750 mit einer gänzlich schwarzen Flagge die Kontrolle über das arabische Reich übernahmen, allerdings von Bagdad aus. Für über 500 Jahre herrschten sie über die arabische Welt. Als Gegenkalifat zum Abbasidenreich regierten die Fatimiden zeitweise auch über Gebiete im Hedschas und Syrien. Doch war die Dynastie der Fatimiden, die das grüne Bader mit sich führte, zwischen 909 und 1171 in Nordafrika die herrschende Familie. Was die Fatimiden zudem unterscheidet ist, dass ihr Kalifat ein schiitisches war. Die rote Farbe entstammt der Flagge des Scherifen von Mekka, der die Revolte anführte. Die Dynastie der Haschimiten, zu denen die Scherifen von Mekka zählten, stellen auch noch heute in Jordanien den König. Und durch ihren aktuellen Bezug unterscheidet sie sich dabei von den anderen Farben, wohl auch um sich in einer Linie zu den drei anderen Dynastien zu stellen, die über weite Teile der arabischen Welt regierten. Diese Farben, schwarz, grün, weiß und rot, waren auch schon zuvor unter arabischen Nationalisten im Umlauf. Die arabische Revolutionsfahne wurde aber gezielt mit der Absicht geschaffen, die arabischen Stämme gegen das feindliche Osmanenreich zu einen. Es gelang kaum. Dennoch war sie Grundlage für zahlreiche Staatsflaggen. Von der Zeit der arabischen Revolte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs blieb der Wunsch der Unabhängigkeit für die meisten im Nahen Osten unerfüllt. Im Gegenteil standen Syrien, der Libanon, Palästina, Transjordanien und der Irak bis zum Zweiten Weltkrieg alle unter Völkerbundsmandat. Sie standen unter Vormundschaft Frankreichs oder Großbritanniens. Auch das ägyptische Königreich war bereits seit den 1880er Jahren faktisch ein britisches Protektorat.
Doch auch nach der Unabhängigkeit vieler arabischer Staaten zu Ende des Zweiten Weltkriegs blieb die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien als Ordnungsmacht im arabischen Raum präsent und beeinflusste die Staaten weiter. Daran änderte sich erst 1948 etwas. Am Tag der israelischen Unabhängigkeitserklärung überfielen die arabischen Nachbarn den jüdischen Staat. Der darauf folgende israelische Unabhängigkeitskrieg oder Palästinakrieg war der erste von zahlreichen Kämpfen im arabisch-israelischen Konflikt. Es war auch ein klarer Bruch mit der westlichen Welt und Großbritannien, die die Unabhängigkeit Israels unterstützte. Der verlorene Rückhalt durch die Westmächte und die Niederlage im Palästinakrieg legten die Grundlage für die Destabilisierung fast aller arabischen Kriegsparteien. Mehrere Putsche und der Bruch, nun auch von arabischer Seite Großbritannien als Ordnungsmacht anzuerkennen, führte 1952 auch zur Revolution in Ägypten. Von der ursprünglich geforderten Absetzung des Königs Farouk entwickelte sie sich schnell in eine antimonarchische und antiimperialistische Bewegung. Sie war die erste politische Veränderung hin zum arabischen Sozialismus. An ihrem langfristigen Ende wurde das Land am Nil nicht nur von einer Monarchie zu einer Militärdiktatur unter Abdel Nasser, sie erlangte auch die vollständige Unabhängigkeit von Großbritannien. Nebeneffekt war auch die Unabhängigkeit des Sudans, das bis 1956 als anglo-ägyptisches Kondominium faktisch unter britischer Kontrolle stand. Diese neue Unabhängigkeit erreichten die Ägypter unter der arabischen Befreiungsflagge. Zudem gewann die Bewegung des arabischen Sozialismus an Bedeutung. Das als dritter Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus propagierte System förderte dabei auch den arabischen Nationalismus, also den Wunsch, die arabischen Staaten zu vereinen. Neben Ägypten waren es Syrien, der Irak und Libyen, die mehrfach versuchten, verschiedene Staatenbünde zu schaffen. Die mehreren kurzlebigen Versuche für eine vereinigte arabische Republik hielten allerdings, wenn überhaupt, nur wenige Jahre. Und auch wenn sie scheiterten, trugen all diese Staaten auch als Nationalflagge Varianten der arabischen Befreiungsflagge. Größtenteils wird sie bis heute getragen, obwohl der arabische Sozialismus und panarabische Einigungsbestreben weitgehend eingeschlafen sind, sodass die seit 1945 bestehende lose und eher auf Kooperation ausgerichtete Arabische Liga heute die einzige politische Vereinigung der arabischen Staaten darstellt. Und auch wenn sie von der arabischen Revolutionsflagge inspiriert war, unterscheidet sie sich auch darin, dass sie nicht von einem Briten erstellt wurde. Die Farben beziehen sich dabei trotzdem nicht auf die traditionellen Dynastien, sondern symbolisieren die Revolution, die strahlende Zukunft des Landes und die dunkle Vergangenheit vor der Revolution. Auch die Farbe Grün ist nicht gänzlich verloren, sondern wird häufig für die individuellen Symbole, die die Staaten voneinander unterscheiden, genutzt. Die panarabischen Farben sind heutzutage Grundlage für Flaggen mehrerer Staaten. Dabei trennen sie sich in diese, die die arabische Revolutionsfahne als Grundlage haben, und jenen, die die arabische Befreiungsflagge gebrauchen. Gerade die Bedeutung der Flaggen, die sich auf die arabische Befreiungsflagge berufen, hat sich dabei stark geändert. Es hilft trotzdem, auf die ursprüngliche Meinung hinter der Symbolik zu schauen. Die arabische Befreiungsflagge verbreitete sich in den Staaten, die an den Versuchen einer Vereinigten Arabischen Republik teilnahmen. Der Jemen trägt sie dabei ohne eigene Symbolik, während in Ägypten der Saladin-Adler die Flagge ziert und der Sudan noch am ehesten der Revolutionsfahne ähnelt. Syriens zwei Sterne stammen sogar noch aus der Flagge der ersten Vereinigten Arabischen Republik, die als Union von Ägypten und Syrien für jeden Staat einen Stern erhielt. Auch die ehemalige Flagge des Iraks, die heute den Schriftzug Allahu Akbar enthält, hatte zuvor drei Sterne, die als Union der drei Staaten Ägypten, Syrien und des Iraks stehen sollte. Die von der Freien Syrischen Armee genutzte Flagge mit drei Sternen ist dabei älter als die heutige syrische und bezieht sich auf die arabische Revolutionsfahne. Und während Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate leichte Abwandlungen haben, ist Jordaniens Flagge, die seit 1928 ununterbrochen weht, nur durch einen siebenstrahligen Stern, der für die sieben Verse im Al-Fatiha, einer Sure im Koran, steht, wesentlich anders. Ihr Nachbarland Palästina ist besonders mit ihr verbunden. Nicht nur ist die aktuelle Königin Jordaniens Palästinenserin, mehr als die Hälfte aller Jordanier stammen von palästinensischen Flüchtlingen ab. So ist es nur passend, dass sich die palästinensische und jordanische Flagge sehr ähnelt. Auch die Flagge Westsaharas ähnelt sehr der palästinensischen und ist auf einer Seite sogar identisch, das allerdings alleine durch die Ähnlichkeit dank der arabischen Revolutionsfahne.
zusammengefasst. Die panarabischen Farben, schwarz, grün, weiß und rot für 4 arabische Dynastien. Die panarabische Revolutionsfahne aus der Revolte von 1916 bis 1918. Sie wurde mit dem Ziel geschaffen, die arabischen Stämme im Osmanischen Reich zu vereinigen mit der Hoffnung auf einen unabhängigen arabischen Staat. Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und die miteinander verwobenen Jordanien und Palästina tragen Varianten von ihr bis heute. In der Regel ist die Farbe Rot für das Dreieck vorbehalten. Auch wird auf sie von Opposition zurückgegriffen, wie im syrischen Bürgerkrieg, als Abtrennung von der arabischen Befreiungsflagge aus der Revolution in Ägypten 1952. Einst ideologisch aufgeladen und Symbol des arabischen Sozialismus und arabischer Einigungsversuche, ist sie heute dieses politische Gewicht größtenteils los. Die Trikolore Rot, Weiß, Schwarz wird in den Flaggen des Jemens, Syriens, Ägyptens, des Sudans und des Iraks in genau dieser Reihenfolge genutzt. Beide sind nicht nur in Farbe, sondern auch in Form einend. Auch international nicht anerkannte, aber faktisch mindestens teilweise souveräne Staaten wie Somaliland und Westsahara nutzen die panarabischen Farben. Libyen, das einst Motor der arabischen Einigungsversuche war, beinhaltet zwar die panarabischen Farben, bricht aber klar mit der Form und passt so optisch nicht mehr in den Kreis der Staaten mit panarabischen Farben. Das liegt daran, dass sie einen anderen Ursprung hat. Passend für den nordafrikanischen Staat ist, dass es genauso wie es panarabische Farben gebraucht, auch die panafrikanischen Farben in sich trägt.